Willkommen zum zweiten Teil der Dokumentation über die Mühlhäuser W-Anlagen. Neben der Mauer spielten die Gräben, Teiche und Wälle rings um die Innenstadt eine wichtige Rolle im Verteidigungssystem der Stadt. Sie gehörten genauso zu den Wehranlagen wie die Stadtmauer selbst. Mit ihnen werden wir uns als nächstes beschäftigen. Die Grafik zeigt die Wehranlagen mit Türmen, Toren und Wasserläufen, aber vor allem die ehemaligen Teiche sowie die Gräben rund um die Innenstadt. Noch heute tragen einige Straßen die Namen der ehemaligen Gräben und Teiche. An andere Teichnamen erinnert aber heute nichts mehr. Beginnen wir mit zwei solchen Gräben, die sich im Süden an die innere Stadtmauer anschlossen. Das waren der Spendengraben und der Brunnengrässgraben. Heute sind dort die Grünanlagen des Lindenbühls. Im Westen der Stadt befanden sich die Itschenteiche. Bekannter sind die Teiche im Norden. Dies waren der Petriteich, der Fortenteich und der Burgteich. Ebenfalls im Norden gab es den Kreuzgraben und im Osten den Kiansgraben. Ab etwa 1880 wurden der Brunnengräß und der Spendengraben schrittweise aufgefüllt. Sie waren durch einen Damm mit dicken Brüstungsmauern, dem Zugang zum Neufortentor, voneinander getrennt. Da der Damm unterwölbt war, wurde er auch als Brücke bezeichnet. Die beiden Gräben bezogen ihr Wasser hauptsächlich vom Popperöder Bach. Wie der Spendengraben, der eigentlich der obere Teil des Brunnengrässgrabens war, zu seinem Namen kam, verrät uns Dr. Altenburg in seiner Chronik. Hier wurde früher am Freitag vor Palmsonntag ein Brot und ein Hering an jeden Bürger der Stadt verteilt, zur Erinnerung an das Jahr 1200. Man nannte dies die große Spende. Damals fielen die Grafen von Hohenstein und Regenstein in die Stadt Mühlhausen ein. Die Raubritter wurden aus eigener Kraft wieder hinausgeschlagen und besiegt. Der Graben wurde seither als Spendengraben bezeichnet. Auch ein zweites Mal im Jahre 1249 sollte die Stadt Mühlhausen durch List eingenommen werden. Soldaten, die auf Fuhrwerken und unter gefüllten Säcken verborgen waren, sollten in die Stadt gebracht werden. Der Torwache gaben sie an, dass in den Säcken Getreide wäre. Die Soldaten sollten, sobald sie in der Stadt waren, sich der Tore bemächtigen und die schon im Hinterhalt liegenden Angreifer in die Stadt lassen. Man bemerkte aber den Betrug, ließ die Schutzgitter fallen und griff die Feinde dermaßen an, dass viele von ihnen getötet und die anderen verjagt wurden. Die feierliche Handlung der großen Spende wurde bis zum Jahre 1523 durchgeführt, danach unterblieb sie. Solange die große Spende dauerte, mussten die Ratsherren und ihre Diener auf der Grenze, wo die Feinde herkommen, Wache halten. Weitere Informationen zum Lindenbühl gibt es im Laufe dieser Dokumentation. Weitgehend unbekannt sind auch die Teiche, die einst südlich des inneren Frauentores vor dem Wall lagen. Die Teiche hießen Itschenteiche, was Froschteiche bedeutet. Später wurden die Gräben zwischen Wall und Stadtmauer Schießgraben und Turnergraben genannt. Die Teiche sind am Ende des 18. Jahrhunderts aufgefüllt worden. 1835 wurde auf dem ehemaligen südlichen Teich der Turnerplatz für die Schüler des Gymnasiums eingerichtet und am Ende des 19. Jahrhunderts entstand an dieser Stelle das Elektrizitätswerk sowie das Depot der Mühlhäuser Straßenbahn. Auf dem nördlichen Teich entstand 1879 die Zufahrt zur Waldstraße und um 1900 das heutige Feuerwehrdepot. Der Wald, der sich vom heutigen Lenzeplatz bis zum Fortentor erstreckt, ist der sogenannte Hohe Graben. 1548 entstand südlich des inneren Frauentores ein Schießhaus, was 1634 wieder abgerissen und neu errichtet wurde. 1719 entstand das neue Schützenhaus am Galgenberg. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Schießstand an der Stadtmauer geschlossen. 1955 wurde aus dem Schießgraben der Hohe Graben. Bemerkenswert ist, dass es im Schießgraben in den 1940er Jahren einen Seiler mit zugehöriger Reeperbahn gab. Zu dieser Wallanlage, die 1505 angelegt wurde, gehört auch der Hirschgraben nördlich des inneren Frauentors.
Man benannte diesen Teil der Wehranlage nach einem Hirsch, den Herzog Ernst von Eisenach-Gotha dem Mühlhäuser Rat schenkte und der dort gehalten wurde. Das dürfte um 1640 gewesen sein. Wenn man auf dem Hirschgraben entlang geht, kommt man an einen kleinen Platz, der nahe der Petrikirche gen Norden den Wall erweitert. Dieser Platz nennt sich Luisenruh. Im Juni 1803 weilte zum ersten Mal, nachdem die Stadt Mühlhausen der Krone Preußens einverleibt wurde, König Friedrich Wilhelm III. Und seine Gattin Luise in unserer Stadt. Es bestand danach in der Bevölkerung der Wunsch, die Erinnerung an die erste Anwesenheit des Königspaares durch ein äußeres Zeichen wachzuhalten. Am 25. Juni 1863 ging jener Wunsch in Erfüllung. Es wurde ein nach dem Entwurf des Stadtbaurates Eduard Weniger gefertigtes, gusseisernes Gitter mit Gedenktafel aufgestellt und der Platz nach der Königin Luise als Luisenruh benannt. Zwei weitere Besonderheiten hat der Hirschgraben zu bieten. Eines davon ist das Standbild des Bauernführers Thomas Münzer, dessen Name unsere Stadt von 1975 bis 1991 trug. 1953 entwarf der Bildhauer Willy Lammert mehrere Modelle eines solchen Denkmals, ohne dass sein Standort schon festgelegt war. Erst am 9. November 1954 erhielt Mühlhausen die Information, dass die Stadt zum Standort eines Thomas-Münzer-Denkmals vorgesehen war. Anfang Dezember 1956 war es fertiggestellt. Die Einweihung des Denkmals erfolgte am 25. Mai 1957. Den oberen Abschluss des Grabens bildet das dritte, im 13. Jahrhundert errichtete Aquädukt der Breitsülze. Vom Westen kommend wird das Wasser der Breitsülze über dieses Aquädukt und weiter durch die Stadtmauer hindurch in die Oberstadt geleitet. Bis in die 1930er Jahre war das originale Aquädukt noch zu sehen. Später wurde es, wahrscheinlich bei Sicherungs- und Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer, vollständig zugeschüttet. Bei der Sanierung des Blobachs 1999-2000 entdeckte man es wieder und band es in das neue Konzept mit ein. Dazu wurde zuerst das alte Aquädukt freigelegt sowie gesichert und darauf der neue Kanal bis an die Mauer verlegt. Nun aber wieder zu den Teichen. 1665 wurde die Straße am Pfortenteich und 1761 die Straße am Petriteich erstmals erwähnt. Benannt sind sie nach den ehemaligen Teichen, die im 13. Jahrhundert angelegt wurden. Sie dienten zu reichsstädtischer Zeit neben der Verteidigung der Stadt vorwiegend als Fischzuchtteiche. Zusammen wurden die beiden Teiche, die ihr Wasser von der Breitsülze bezogen, auch oft als Margaretenteiche bezeichnet. Anfang der 1930er Jahre wurde der Petriteich verfüllt und ein Turnerplatz errichtet. 1935 folgte der Fortenteich. Er wurde mit dem Erdaushub, der beim Bau der neuen Kaserne in der Windeberger Landstraße, dem sogenannten Fuchsbau, anfiel, aufgefüllt. Dort entstand eine Parkanlage. Schon 1862 entstand die sogenannte Wasserkunst am Pfortentor. Sie kam ohne Pumpwerk aus und wurde durch die Wasser der Straßenbäche aus der Oberstadt mittels Holzrohre versorgt. Mit dem Entfernen der Straßenbäche ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch dieser Springbrunnen entfernt. In den 1930er Jahren schuf der Mühlhäuser Bildhauer Walter Krause einen steinernen Frosch, der zwischen den beiden ehemaligen Teichen ein Planschbecken mit Wasser füllte. Seit das beliebte Planschbecken, welches ein Teil der Parkanlage war, nach der Wende entfernt wurde, steht der Frosch auf einer Wiese. Seit der Parkumgestaltung 2020/21 gesellten sich einige Spielgeräte hinzu. Sie sollen an die Zeit der beiden Teiche als Fischzuchtgewässer in Form von bunten Fischen erinnern. Der Burgteich befand sich zwischen dem ehemaligen Pfortentor und dem ehemaligen Burgtor. Er gehörte, wie Petri und Pfortenteich auch, zur mittelalterlichen Wehranlage der Stadt und war mit den Margaretenteichen verbunden.
Bis 1429 stand an seinen Ufern eine Ziegelhütte, die der Ziegelmühle und der Ziegelstraße den Namen gab. Der Burgteich wurde zu reichsstädtischer Zeit ebenfalls als Fischzuchtteich genutzt, hatte aber noch eine weitere Funktion. Da man in alten Zeiten kurzen Prozess mit Leuten machte, die irgendwie das Gesetz übertreten hatten, gab es in Mühlhausen, meist für Diebe, ein recht unangenehmes Strafmittel, den Badekorb. Er war bis 1752 noch vorhanden und hatte seinen Standort am Burgteich neben dem mittleren Burgtor. Dr. Altenburg beschreibt das Baden folgendermaßen: Wenn nun das Baden vor sich gehen sollte, so versammelte sich eine Menge Volk. Wenn dann der Felddieb herbeigeführt wurde, so wurde der Spengel herumgezogen, sodass der Kasten über festen Boden kam. Alsdann musste der Dieb hineinkriechen. Die Stadtknechte schoben schnell den eisernen Riegel vor, zogen den Kasten über das Wasser und lösten auf ein gegebenes Zeichen den Riegel. Dann ging es plumps, da lag der arme Sünder drin im Teiche, der meist eine wüste, stinkende Pfütze war. Das wurde, je nach Schwere der Tat, 2 bis 3 Mal wiederholt. Auf der Zeichnung von Otto Tomacek, die den Burgteich um 1750 darstellt, ist der Badekorb gut zu erkennen. Der Burgteich wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts trockengelegt und in einen Park umgewandelt. Die einstigen Parkstrukturen sind heute noch gut zu erkennen. Im Zentrum des entstandenen Burgparks stand das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Es wurde vom Bildhauer Karl Ludwig Otto Geyer geschaffen und am 18. Oktober 1883 feierlich enthüllt. Zu DDR-Zeiten vom Rat der Stadt Mühlhausen als Denkmal ohne Kunstwert eingestuft, wurde es am 14. Dezember 1967 eingerissen und zerschlagen. Einem Gerücht nach soll sich der erhaltene Kopf der Figur Mulhusia heute in Privatbesitz befinden. Der Abfluss des Burgteiches erfolgte in den Mühlgraben und zum Teil in den Kreuzgraben. Bis etwa 1851 gab es diesen Graben, der vom Görmer Tor bis zum Burgtor reichte und von dem es weder Fotografien noch Zeichnungen gibt. Deshalb behelfen wir uns mit Aufnahmen von etwa 1900 bis 1954. Der Name Kreuzgraben stammt von einem Opferkreuz oder einem Opferstock in der Nähe der Kreuzmühle, welches 1436 in einer Urkunde erwähnt wurde. Auch der Kreuzgraben wurde einst zur Fischzucht genutzt. Seinen Hauptwasseranteil bekam er von der Schwemmnotte in der Görmerstraße und bei der Hauptmannstraße. Der Abfluss erfolgte vor der Kreuzmühle in den Mühlgraben. Als letzter Graben vor der inneren Stadtmauer bleibt im Osten der Kiliansgraben. Auch von ihm gibt es keine Bilder, nur Aufnahmen nach der Verfüllung. Er hatte seinen Zufluss vom Brunnenkreisgraben her und sein Abfluss erfolgte ebenfalls in den Mühlgraben. Der Graben bei Kiliani wurde 1389 erstmals erwähnt und 1847 teilweise sowie 1897 vollständig verfüllt. Dort entstanden Anlagen mit Bäumen und Blumenbeeten. Davon ist heute kaum noch etwas zu erahnen. Während im Westen und Nordwesten zwischen Stadtmauer und Teichen noch der Grabenwall war, waren die Gräben und Teiche um die restliche Stadtmauer direkt vorgelauert. Nun kommen wir zum Stolz von Mühlhausen, der fast vollständig erhaltenen inneren Stadtmauer, auf der man sogar spazieren gehen kann, zumindest auf einem Stück. Sie war einst ca. 2,8 Kilometer lang, umschloss eine Fläche von ca. 49 Hektar, hatte 7 Tore sowie 38 Wehrtürme. 2,2 Kilometer der inneren Stadtmauer sind heute noch erhalten, 370 Meter sind davon begehbar. Von den Türmen sind nur noch wenige erhalten. Durch die Veränderungen im Verkehr und dem Abrisswahn der Mühlhäuser Obrigkeit in fast allen Jahrhunderten blieb als das letzte Stadttor der inneren Mauer nur das innere Frauentor übrig. Ähnliches widerfuhr auch vielen Türmen. Heute steht die Stadtmauer wie die gesamte Innenstadt unter Denkmalschutz. Die inneren Stadttore waren bzw. sind das innere Frauentor, das Pfortentor, auch Eselspforte genannt, das Burgtor, das Görmertor, das innere Erfurter Tor, das innere Neufortentor und das innere Fechterer Tor.
Die inneren Stadttore bestanden eigentlich aus zwei Toren, die durch eine sogenannte Zwingermauer verbunden waren. Neben den Stadttoren spielten die Wehrtürme, von denen es einst 38 gab, eine wichtige Rolle für die Stadtverteidigung. Der Rabenturm im Westen, gleich neben dem inneren Frauentor, ist der höchste und wichtigste Turm der Wehranlage. Warum, klären wir etwas später. Sein nördlicher Nachbar ist der Hospitalturm. Ihm folgen drei Türme, die wir als Besonderheiten der Stadtmauer später noch genauer betrachten werden. Der Sackgassenturm schließt sich an, dem weitere zwei Turmbesonderheiten folgen. An der Regensgasse endet heute der begehbare Teil der Stadtmauer. Zwischen dem Pfortentor und dem Burgtor gab es zwei Türme, auf die ich zu gegebener Zeit eingehen werde. Der erste Turm nach dem Burgtor ist in die Kunstruine eingebunden. Drei weitere Türme standen auf dem Stadtmauerteilstück bis zum Gürmertor, von denen zwei ebenfalls im Laufe der Dokumentation näher vorgestellt werden. Dies sind der Pulverturm und der Tollturm. Im Osten gab es keine Stadttore, aber fünf Türme. Am oberen Lindenbühl standen zwei bzw. drei Türme, hier gehen die Quellen etwas auseinander. Nach dem ehemaligen inneren Neufortentor bis zum inneren Fechtacher Tor gab es acht Türme, unter anderem den seltenen Fünfeckturm. Bis zum inneren Frauentor standen acht oder neun Türme, so auch der Turm an der Silbernen Ecke, der heutigen Zufahrt zur Wahlstraße. Beginnen wir unseren Stadtmauerrundgang mit dem begehbaren Teil ab dem inneren Frauentor. Das innere Frauentor entstand im Zuge des Stadtmauerbaus im 13. Jahrhundert. Ursprünglich fünfetagig, brannte es 1649 völlig aus und musste abgerissen bzw. umgebaut werden. Das erfolgte in den Jahren 1654 und 55. Damals erhielt das Tor sein heutiges Aussehen. 1552 wurde das mittlere Tor erbaut. Zu dieser Zeit ist wahrscheinlich auch das Zollhäuschen entstanden. Dieses überstand den Abriss des mittleren Tores 1830. Das Zollhäuschen wurde erst um 1900 abgebrochen und an seiner Stelle ein Durchbruch für Fußgänger an der Mauer angelegt. Ein weiterer Fußgängerdurchbruch entstand auf der anderen Straßenseite zusammen mit dem Mauerdurchbruch 1900 für die Straßenbahn. Dieser Durchbruch wird auch als das Herrentor bezeichnet. Seither hat die Mauer in diesem Bereich vier Zugänge. Den Namen erhielt das Tor von der Marienkirche, die auch als Frauenkirche bezeichnet wird, in Anlehnung an die Mutter Maria. Am 1. Juli 1949 wurde das restaurierte innere Frauentor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Turmzimmer war mit wertvollen antiken Möbeln ausgestattet, sowie mit eichig geräucherter Paneeltäfelung und einer Kassettendecke versehen worden. Ein den Meeresgott Neptun darstellender Leuchter, teilweise angefertigt aus Hirschgeweihstangen, ziert den Raum. Der Leuchter hing einst in der Toreinfahrt der Ausflugsgaststätte Weißes Haus am Stadtwald. Bei der Sanierung von Blobach und Breitsülze in den Jahren 1999 und 2000 wurde das Fundament des mittleren Tores wiederentdeckt. Saniert und in eine optisch ansprechende Form gebracht, wurde es in die Straße eingearbeitet und ist heute ein gut sichtbares kleines Wehranlagen-Highlight. Zwischen innerem Frauentor und Rabenturm, links hinter dem Thomas-Münzer-Denkmal, befindet sich ein mit Zinnen bewehrtes Türmchen. Dieses Türmchen ist wehrtechnisch ein sogenannter Erkundigungsstuhl, der oft auch als Parlamentärskanzel bezeichnet wird. Das Wort Erkundigungsstuhl trifft den Zweck des kleinen Turmes aber besser, zumal ja der davorliegende Graben auch noch stimmgewaltig überbrückt werden musste. Von diesen Erkundigungsstühlen gab es einst sieben. Sie befanden sich in der Nähe der Stadttore und dienten zur Verhandlung mit Ankömmlingen vor den Toren, wenn die Stadttore geschlossen waren. Der verspätete Einlass in die Stadt dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Dieser Erkundigungsstuhl befindet sich auf dem begehbaren Teil der Mühlhäuser Stadtmauer. Sein großer Nachbar ist der Rabenturm.
Der Rabenturm, welcher früher auch Adlerturm genannt wurde, ist mit 31 Metern Höhe der größte Turm der Stadtmauer. Er wurde im 14. Jahrhundert errichtet. 1525, nach der Niederlage Münsters im Deutschen Bauernkrieg und der Rolle Mühlhausens in der Auseinandersetzung, sollte der Turm nach dem Sühnevertrag mit den siegreichen Fürsten zusammen mit den anderen Befestigungswerken geschleift, also abgerissen werden. Glücklicherweise kam dieser Plan nicht zur Ausführung. Seit 1920 ist er der Öffentlichkeit zugänglich. Er war bis 1834 mit einem Türmer besetzt, der vor allem die Stundenglocke schlagen und nach einem ausgebrochenen Feuer Ausschau halten musste. 1893 zog der Magistrat in Erwägung, den Rabenturm wieder mit einem Wächter zu besetzen, was aber wegen der zu hohen Kosten für die Wiedereinrichtung der Türmerwohnung unterblieb. Eine Geschichte, die sich 1802 ereignet haben soll, wird gern von den Stadtführern reichlich ausgeschmückt erzählt. Mühlhausen gehörte seit August jenen Jahres zu Preußen. Unter der Führung eines preußischen Korporals marschierte ein Wachzug zum Pfortentor hinaus und über den Hirschgraben Richtung Adlerturm. Da erblickte der Offizier den österreichischen Doppelkopfadler als Wetterfahne auf dem Turm. Heute, da die preußischen Truppen Mühlhausen besetzt hatten, durfte kein Doppelkopfadler und wenn er nur als Wetterfahne dient, von einem Stadtturm wehen, so dachte der Korporal. Er nahm ein Gewehr, legte an, ein Schuss krachte und als sich der Pulverdampf verzogen hatte, sah man den einen Kopf des Doppelkopfadlers glatt abgeschossen. In kurzer Zeit war aus dem Habsburger Doppeladler ein preußischer Adler geworden. Diese Wetterfahne war das einzige öffentliche Wahrzeichen, das an die Einnahme der Stadt durch die Preußen und an das Ende der Reichsfreiheit der Stadt erinnerte. Den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte zweifeln die Experten allerdings an. Einem Dachdecker war es leicht möglich, an den Adler zu gelangen und durch mehrfaches Hin- und Herbiegen den Kopf abzubrechen. Die Bruchstelle lässt dieses vermuten. Die alte Wetterfahne befindet sich heute im Museum. Am 27. August 1998 erhielt der Turm eine neue Wetterfahne, allerdings wieder mit einem Doppelkopfadler. An dieser Stelle möchte ich Sie auf eine vierminütige Zeitreise in die Jahre 1989 und 1990 entführen. Es geht in bewegten Bildern auf den Wehrgang. Die Aufnahmen aus dem August 1989 zeigen den Aufgang zum begehbaren Teil der Stadtbefestigung sowie das Innere des inneren Frauentores. Auf der Stadtmauer geht es zum Rabenturm, von dem man aus einen herrlichen Blick über Mühlhausen und das Umland genießen kann. Oberhalb des Hospitalgartens geht es weiter zu den Ausstellungen in den einzigartigen Gartenhäusern auf den alten Turmstümpfen. Thank you.
Das bekannteste ist das Biedermeier-Gartenhaus. Hier lauschen wir den Erklärungen der Museumsangestellten. Altersheim ist nicht mehr da hinten, ne? Doch, so. Zum Teil ist noch Altersheim. Ach so. Sie müssen allerdings trennen. Die Stadtmauer zur Verteidigung im Mittelalter, im 12. Jahrhundert, und der Biedermeier 600 Jahre später, im 18. Jahrhundert. Ja? In der Biedermeier-Zeit, das war die Zeit, wo Herr Röbling schon nach der USA ausgewandert ist, um dort seine Hängebrücke-Profil zu bauen, zeichnet. Das sind Bilder aus dem 17. Jahrhundert, auf Holz gemacht, und scheinbar auch war schon jemand in Afrika, das sind schon länger. Die erzählen auch das, was alles reine Fantasie. Jetzt wird Alter. Das ist die Zeit um Thomas Winzer und mit Turnschuh, Lederkoller und so weiter. Und da kennen Sie sehr gut, das hat man selten, vom 12. Jahrhundert ins 18. Jahrhundert. Ja, hier stellen Sie sich vor, die Damen des Biedermeiers mit Reifen, schon sehr interessiert an allen. Das Ende der begehbaren Stadtmauer befand sich damals in der Sackgasse. Im Oktober 1990 führt uns der Weg entlang des Hirschgrabens zurück zum Blubach. Damals waren einige der Turmstumpfgartenhäuser noch in einem bedauerlichen Zustand. Das änderte sich nach der Wende. Der begehbare Teil der Stadtmauer wurde bis zur Regensgasse verlängert und die Gartenhäuschen bekamen eine gründliche Restaurierungskur. Bevor es zum Hospitalturm, dem nördlichen Nachbarn des Rabenturms, geht, legen wir eine kleine Pause ein und beenden den zweiten Wehranlagenteil. Außerdem erwarten Sie im dritten Teil ausführliche Berichte zu den anderen Innenstadttouren, zu den einzelnen Türmen und zum Umfeld der inneren Stadtmauer von Mühlhausen in Thüringen.